Moin Leute, heute dreht sich alles um den Film Izzy und Ozzy, der passenderweise am Valentinstag, nämlich den 14.02.2020, auf Netflix startet. Ja, und ich bin Dennis und das ist eine neue Folge Nerdcheck. Milliardärstochter Izzy und Boxer Ozzy täuschen eine Beziehung vor, um Geld von Izzys Eltern zu bekommen. Ozzy will seine Karriere mit seinem ersten Profikampf ankurbeln, während Izzy nach New York will. Sie träumt von einer Ausbildung als Koch. Das kann man kurz und knapp sagen, geht's natürlich bei Izzy und Ozzy. Ich durfte den vorab sichten, danke nochmal an Netflix. Und hier wird natürlich hier nicht gespoilert, das ist hier eine spoilerfreie Kritik. Aber wir kommen erstmal zu den Kritikpunkten dieser Rom-Com, dieser Liebeskomödie. Story an sich, sag ich mal, hat ja Oliver Kienle als Autor natürlich hier umgesetzt, hat aber auch Regie geführt. Den kennt man aus Bad Banks. Man muss sagen, Izzy und Ozzy ist eine doch schon durchdachte Story an sich. Hat eine Metapher groß, natürlich ist die Sache einfach arm und reich. Wir sehen natürlich hier das arme Mannheim und das reiche Heidelberg als Städte, sag ich mal, so eine Art. Und natürlich, das steht natürlich im Fokus, klar, Izzy als reiche Protagonistin und natürlich, sag mal, Ozzy als armer Protagonist. So, und es hat natürlich eine moderne Erzählstruktur und natürlich das gute Tempo, was man da halt sieht. Das finde ich auf jeden Fall gut in diesem Film. Es ist gespickt mit guten Gags. Manchmal natürlich so typisch deutsch, wo ich darüber lachen konnte. Nur das Einzige ist natürlich, dass die Szenen an sich manchmal sehr vorhersehbar waren und man sagen musste, nee, das ist einfach nicht so genial. Locations haben wir natürlich, wie ich schon angesprochen hatte, Mannheim als arme Stadt und natürlich, sagen wir mal, Heidelberg als reiche Stadt. Wo man sagen muss, da wird natürlich jeder Zuschauer, der aus diesem Bezirk kommt, nicht zufrieden sein vielleicht und wird verärgert sein, dass man das so ein bisschen natürlich diskriminiert. Man kann es natürlich aber auch sehr stark in Deutschland auf die Städte differenzieren. Wir haben natürlich hier als Liebeskomödie, als Rom-Com, also so als romantische Komödie, haben wir auch hier diese Statements, natürlich unabhängig sein, Familie, Geld macht dich glücklich und jeder Mensch ist gleich. Für Izzy und Ozzy halt steht das hier in der Art, ne? Und zeigt es auch, das Leben ist nicht perfekt, also ist ja natürlich kein Ponyhof, sag ich mal, ihr wisst es ja selber. Und wenn man was erreichen möchte für seine Träume, muss man halt diese umsetzen oder man muss halt für seine Träume kämpfen. Und das finde ich auch gut, dass man diesen Punkt, dieses Statement genommen hat. Und hier zeigt es einfach auch so, dass du auch, wenn du älter sein kannst, kannst du auch was im Leben noch erreichen. Und wenn es auch wirklich, es gibt einfach dieses Schubladendenken, sollte es halt nicht geben. Gut, die Charaktere werden hier natürlich sehr schnell hier behandelt und sind manchmal echt überzeichnet. Das ist so typisch deutsch, wie ich das so sagen muss. Und schauspielerisch geht das alles in Ordnung. Wir sehen natürlich dann, sagen wir mal, auch hier einmal Lisa Vicari, die kennt man aus Dark, und Dennis Mugen oder Mugen, wie man ausspricht, der spielt ja halt den Ozzy. Der hat noch nicht so viel vorher gemacht. Die spielen halt solide und ich nehme das auch den beiden ab und haben auch so gesehen den Film ganz gut durchgetaktet. Was ich sagen muss, was ich auf jeden Fall auch positiv fand, ist das Bild. Das Bild, es sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Natürlich der Sound auch, das passt alles und so weiter, hat mich auch ein bisschen überrascht. Man sieht auf jeden Fall, dass die deutsche Produktion richtig in die richtige Richtung, sag mal, zielt und dass sie auch wirklich zeigen möchte, okay, wir sind hier, wir möchten was verändern. Wenn ich aber jetzt zum Schluss komme und sag ich mal zu meinem Fazit, man muss sagen, besser als so mancher Schweighöfer-Film oder Schweiger-Film, hat einfach, wie gesagt, gute Gags. Schauspielerisch geht das, wie gesagt, alles in Ordnung. Wir sehen natürlich einen Streifen, der auch, sag mal, den Finger zeigt auf den Rassismus und sagt, nein, danke. Das finde ich auch sehr gut auf jeden Fall. Und es ist wirklich ein durchaus lustiger, durchdachter Film über zwei Menschen, die nicht unterschiedlicher sein können. Das zeigt uns einfach Izzy und Ozzy. Und ich finde, für so den ersten produzierten deutschen Film von Netflix lässt sich das einfach gut sehen und deshalb würde ich diesem Film eine 6,5 von 10 geben. Was sagt ihr dazu? Habt ihr schon Izzy und Ozzy gesehen? Dann könnt ihr gerne mal das in die Kommentare reinschreiben und ich würde sagen, Leute, ne, bleibt dran hier, lasst gerne ein Abo hier, lasst gerne ein Like hier und bis dann und ciao und bam!